Wenn Gott spricht, es werde Licht, entsteht Licht. Yahior va Yahior, sagt die Schrift. Aus nichts entsteht Materie mit Gewicht. Das Universum spricht für sich, dass Gott spricht. Der Schöpfer der Elemente verschönert das Firmamentum mit kosmischen Ornamenten. Sein Wort sorgt für Vollendung, wenn Gott spricht. Wenn Gott spricht, erbebt die Erde, es toben Meere, schmelzen die Berge, Donner zieht durch die Hemisphäre. Gottes Flammen verzehren Opfer von den Altären, die Engel geben die Ehre und Menschen denken, sie sterben, wenn Gott spricht. Und wenn Gott spricht, lauschen die Völker, Schafe und Wölfe, Arme und Mönche, Reiche, Zöllner, Greise und Söldner. Schmerzen werden beendet, Herzen werden verändert, Gesandte werden gesendet, die Welt erlebt eine Wende, wenn Gott spricht. Und wenn Gott spricht durch die Heilige Schrift, kriegen einige mit Gottes heilige Sicht und sagen, Gott reinige mich. Das alte Leben vergeht, ein neues Leben entsteht, wenn Sünder plötzlich verstehen, Dreck ist nicht völlig okay. Hey, wenn Gott spricht, braucht er keine Propheten, die die Meinung vertreten. Gottes reichlicher Segen hängt ab von deinen Moneten. Der Reichtum hält nicht ewig, vor deinem Gott zählt er eh nicht. Herr Jesus hat mal gepredigt, zwei Herren dienen, es geht nicht. Wenn Gott spricht, werden Weise zu Narren trotz ihrer reichen Erfahrung. Hatten sie gar keine Ahnung von Gottes heilvollem Plan und Jesu Opfer ist für sie Unsinn. Sie denken, dass Christen dumm sind und das ist es, was sie umbringt. Doch wir leben durch seine Wunden. Wenn Gott spricht und sein Zorn ist ein Brand, werden Völker gewarnt, wird das Böse verdammt, Feuer macht öde das Land. Teils wahr ist der Spruch der Dichter, der Herr hat viele Gesichter und eines davon ist Richter, den Stolz der Stolzen bricht er. Und wenn Gott spricht, werden Wellen beruhigt, werden Seelen ermutigt, die Vergehen vergeben, Gott ist auch gnädig und gütig. Jesu Leben ist unvergesslich, sein Wesen ist unermesslich, sein Weg gut und verlässlich, sein Retten ist unerlässlich. Wenn Gott spricht, und Gott spricht durch gefühlvolle Lyrik, durch die Blüten im Frühling, durch die Krümmung der Hügel und durch den kühlenden Südwind. Gott spricht durch das Scheinen der Sterne und durch die Steine der Erde, spricht durch das Weiden der Herde und durch den Weinen der Ernte. Er spricht durch Männer und Frauen, die ihm wie Henoch vertrauen, spricht durch die Reden der Grauen, auch durch Gebet und im Traum. Ja, er kann sogar durch Tiere reden, aber auch durch Krisen eben. Das ist nie das Ziel gewesen, warum nicht gleich die Bibel lesen. Ihre Buchstaben und Phrasen können Herzen durchgraben, stärken den Geduldsfaden von Älteren und Knaben. Sie ändern die Furchtsamen und auch die, die keine Furcht haben. Sie legen die Grundlage fürs Klären der Schuldfrage. Denn alle sind vor Gott sündig, die Alibis bleiben undicht, das Urteil ist offenkundig, unter dem Schlussstrich schuldig. An diesem Punkt änderst du nichts, doch Jesus starb für dich und mich. Siehst du nicht, was durch sein Blut fließt? Ein Impfstoff, ach wirklich, wirklich.
Er spricht frei von dem Urteil, rettet dein Leben und meins vor Quarantäne des Unheils. Ich komme endlich zum Schlussteil. Wenn Gott spricht, stehst du vor beidem, ewigem Heil und ewige Scheidung. Geh weise um mit der Entscheidung.